Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Heute mit, wie soll ich das nennen? Ein Aufruf an Niantic sozusagen. Und zwar habe ich hier vom Kollegen und Zuschauer, dem Eric, ein Video erhalten. Da hat er Probleme und eigentlich muss er sich an Niantic wenden. Problem ist, die antworten ihm nicht, die haben keine Ahnung davon. Und jetzt hat er sich an mich gewendet und wir müssen hier jetzt irgendwie Aufmerksamkeit auf das Problem bringen, damit Niantic das checkt. Wir brauchen Retweets, wir brauchen Likes, ihr müsst es weiter verbreiten, bis Niantic halt darauf aufmerksam wird, weil das ist echt ein großes Problem, was der Kollege da hat. Und zwar geht es um einen Fehler im Spiel. Ich glaube, das war von der Safari-Zone Dortmund. Bin mir nicht sicher. Er hat nicht Bescheid gegeben, dass er da hingeht. Und zwar habe ich gehört, dass in der Safari-Zone, wartet, bei der Safari-Zone in Dortmund, es gab ja die Inkognito-Buchstaben, so wie bei jedem Event. Dortmund, Dortmund. Und dann theoretisch D wieder, aber das ist ja doppelt. Und anscheinend ist dort auch ein anderer Buchstabe gespawnt, und zwar ein F. Habe ich so gehört, damals, habe mir dabei nichts gedacht. Dachte, oi, da selten. Ich habe, glaube ich, das selbst schon, also mich interessiert es nicht. Aber jetzt habe ich eine andere Theorie, und zwar ist dieses F nicht auf normale Weise gespawnt, also das war kein wildes F, sondern was ich glaube, es war ein Fehler von Niantic und dieses F war halt ein Fehler. Und der Kollege Eric hat dieses fehlerhafte F gefangen. Und ja, jetzt zeigt er uns, was jetzt mit seinem Spiel alles falsch ist, seitdem er es gefangen hat. Machen wir Musik auf, bisschen, so. Okay, ein bisschen ist immer noch zu laut. So. Okay, hier zeigt er uns seine Pokémon, kein Problem, er scrollt runter. Für alle, die sich für seine Pokémon interessieren, können das auf langsam anschauen. So, okay. So, hier haben wir einen Relaxo aus Mecklenburg-Vorpommern. Keine Ahnung, wieso er uns das zeigt. Jetzt zeigt er uns auch noch seinen Bummels aus Nordrhein-Westfalen. Okay. Also Richtung Dortmund ist es jetzt schon. Und jetzt das fehlerhafte Inkognito, okay? Sieht schon mal schlimm aus, aber jetzt ist das Problem, er kann es nicht verschicken. Moment, ich halte mal, stopp. An sich eigentlich nichts Schlimmes, oder? Da denkt man sich halt, oh ja, okay, klickst du halt nicht auf das Inkognito. Kann man halt nicht verschicken, okay? Da hast du immer noch 1299 Plätze, weil der Kollege hatte nur 1300, nicht 1500. Aber leider hören die Probleme da nicht auf. Und das zeigt er uns jetzt. Anscheinend kann er seinen Kumpel nicht ändern. Ich weiß nicht, wieso er überhaupt Inkognito als Kumpel hatte. Okay. Und anscheinend funktioniert die Suchfunktion auch nicht mehr. So wie ich das hier verstehe. Also wir haben ja vorhin gesehen, er hat auf jeden Fall Pikachu am Start gehabt. Aber suchen kann er nicht danach. Und jetzt das größte Problem. Er kann keine Raids mehr machen. Schaut euch das an, Leute. Er geht auf Kämpfen. Okay. In die Lobby und bam. Alles voller Fehler, alles voller Bugs. Er kann keine Raids mehr machen. Und das alles wegen diesem fehlerhaften Inkognito anscheinend. Pass wieder bekommen, den neuen Pass, aber den Raid hat er nicht gemacht. Ja, und ihr seht, da ist es immer noch im Bildschirm. Ja, alles sehr fehlerhaft, alles verbuggt. Und das anscheinend alles echt nur wegen dem Inkognito. Er ist der Einzige, von dem ich gehört habe, dass er das Problem hat. Vielleicht ist er auch der Einzige, der dieses Inkognito gefangen hat. Keine Ahnung, was mit diesem Inkognito ist, aber es zerstört sein Spiel, keine Raids mehr und auch noch andere Probleme. Dementsprechend, Niantic kann ihm nicht helfen. Deswegen mache ich hier dieses Video, um Aufmerksamkeit zu generieren. Ich werde das Video dann auch noch tweeten oder so und dann kriegen wir hoffentlich eine Menge Retweets, sodass Niantic darauf aufmerksam wird und dem Kollegen helfen kann. Schreibt nun in die Kommentare, ob ihr auch von so einem Fall gehört habt. Habt ihr auch dieses fehlerhafte Inkognito gefangen? Und das war's von mir. Nur ein kurzes Hilfe-Aufrufsvideo. SOS-Video, wie man es auch nennen will.
Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Der ist neu, mit neuen Preisen. Lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.